Scooby-Doo, Abenteuer am reißenden Fluss. Daphnes Cousin Dash Blake hatte die Freunde zum River Rafting eingeladen. Er wollte, dass sie seine neue Erfindung ausprobieren. Ich kann immer auf die Hilfe von dir und deinen Freunden zählen, Daphne, sagte er. Dash gab der Bande eine kurze Führung durch seinen Erfindungsladen. Doch Shaggy und Scooby gerieten schon bald in Schwierigkeiten. Root-Row, jaulte Scooby. Wie können wir dieses verrückte Ding nur aufhalten? Fragte Shaggy. Auf dem Weg zum Fluss suchte Shaggy nach seiner Schwimmweste. Ich glaube, ich habe meine Schwimmweste zu Hause vergessen, sagte Shaggy. Keine Sorge, sagte Dash. Da kommt mein Assistent Mason. Du kannst dir ja seine borgen. Auf dem Fluss raste das Boot die Stromschnellen hinunter. Du hast uns noch nicht gesagt, was an diesem Boot so besonders ist, sagte Fred. Das seht ihr, wenn wir den Wasserfall erreichen, antwortete Dash. Oh, schreck, sagte Shaggy. Der hat gerade Wasserfall gesagt? Nicht mit uns! Und im nächsten Augenblick waren sie schon beim Wasserfall. Dann mal los, sagte Dash. Festhalten! Oh! Schrie Shaggy. Doch mit einem Knopfdruck breiteten sich zwei Flügel aus. Und das Floß schwebte hinunter und landete sanft auf dem Wasser. Doch plötzlich, wie aus dem Nichts, tauchte ein Geisteradler auf. Sag uns bitte, dass der ein Teil deiner Erfindung ist, sagte Shaggy. Ich habe keine Ahnung, was das ist, sagte Dash. Meine Güte, sagte Daphne. Sieht aus, als käme er direkt auf uns zu. Der Geisteradler versuchte, Shaggy zu beißen. Lass mich in Ruhe, du gefiedertes Monster, sagte Shaggy. Zurück am Strand untersuchte die Bande die Reste von Shaggys Rettungsweste. Wer macht denn Schwimmwesten aus Federn und Papier? Fragte Shaggy. Das ist seltsam. Das ist nicht irgendein Papier, sagte Velma. Das ist ein Entwurf für Dashs neue Erfindung. Am nächsten Tag wollte die Bande eine neue Rettungsweste kaufen. Seht mal, dort ist Mason. Das ist ja komisch. Es sieht aus, als würde er den ganzen Laden leer kaufen, sagte Daphne. Mason raste durch den Laden, um mit der Gruppe zu reden. Ich sehe mir nur an, was es nächste Saison Neues gibt, sagte er. Später am Tag halfen die Freunde, Dash das Boot zu reparieren. Ich kann nicht glauben, dass mich jemand ruinieren will, sagte Dash. Mason sagt, dass alle Leute über mein neuestes Boot reden. Wie es der Zufall so will, sagte Daphne, haben wir schon das ein oder andere Geheimnis gelöst. Als Dash und die Bande mit der Reparatur fertig waren, stürzte sich der Geisteradler wieder auf sie. Da kommt wieder das fliegende Gespenst, sagte Shaggy. Wir dürfen keine Zeit verlieren, sagte Fred. Lauft! Dash und die Bande rannten zurück in seinen Erfindungsladen. Da drinnen sind wir in Sicherheit, sagte er. Dort angekommen, tobten sich Shaggy und Scooby erstmal etwas aus. Herrje, rief Daphne, passt mit den Wasserballons auf. Währenddessen entdeckte Fred ein Foto mit einem Heißluftballonfloß. Wenn dieses Ding fliegt, sagte Fred, können wir das Phantom jagen und fangen. Dash, Shaggy und Scooby waren die Köder. Diesmal bin ich froh, die Stromschnellen hinunterzujagen, sagte Shaggy. Ich will auf keinen Fall zu diesem komischen Vogel hochfliegen. Als das Floß über den Wasserfall fuhr, hörte man ein Krächzen in den Schluchten. Und einen Augenblick später stürzte schon der Geisteradler auf sie herab. Herrje, jaulte Shaggy, duckt euch! Der Geisteradler kam immer näher, aber der Rest der Bande schwebte gerade noch rechtzeitig hinunter, um die anderen zu retten. Achtung, fertig, los, sagte Fred. Werft eure Wasserballons! Mit jedem Treffer verlor der Geisteradler mehr und mehr von seinen Federn. Dann fiel er schnell in den Fluss. Dash, Shaggy und Scooby warteten am Ufer darauf, ihn einzuholen. Der Entwurf und die Federn in der Rettungsweste haben sie verraten, Mason, sagte Velma. Wie konntest du mich nur beklauen, fragte Dash. Ich wusste, dass ich reich und berühmt werde, wenn ich deine Ideen klaue, sagte Mason. Es hätte auch funktioniert, wenn diese penetranten Kinder nicht gewesen wären. Dash gab der Bande eine große Umarmung. Daphne, sagte er, deine Freunde haben mir sehr geholfen. Wie kann ich euch nur jemals danken? Shaggy führte die Bande zu Dashs Erfindungsladen. Mir würde da schon was einfallen, sagte Shaggy. Das ist jetzt mal eine Erfindung, die mir gefällt, sagte Shaggy, als sie den Fluss hinuntertrieben. Scooby-Dooby-Doo! Weitere spannende Scooby-Doo-Geschichten zum Vorlesen findet ihr auf Scholastic, Random House Children's Books, Capstone und Bandon.